So, grüß euch auf meinem Kanal, danke fürs Einschalten. Heute geht es ein bisschen um die kleine iCare. Da gibt es ja die kleine mit 320 mA in Kombination im Set mit einer Powerbank oder Ladestation, wie auch immer. Hat ein bisschen weniger Liquid drin und. Ich mache es eigentlich schnell. Muss auch sagen, mich nerven dort schon wieder ein paar Sachen. Und was mich auch nervt, das sind einige YouTube-Beiträge, auch von Amerikanern, die wo das Teil schon wieder hypen und ist für mich völlig unverständlich in der heutigen Zeit, ein Gerät zum Hypen, was aufgrund des Systems, und das erkläre ich euch und sage euch auch noch, gar nicht anders kann, als dass man nach gewissen Anzahlen von Zügen, was man macht, Liquid im Mund hat, oder dass man es auslaufen lassen muss. Aber das ist anscheinend heute modern. Da gibt es ja vor demselben Haus von einer anderen Firma, Joytaker, wo es ähnliche Systeme, die haben da nur dieses System. Ja. Alle anderen haben ja halbwegs normale Systeme. Ja, und dann wird das schön geredet, ohne darüber nachzudenken, dass vielleicht der Einsteiger, der vom Raucher kommt, sowas probiert und dann irgendwann wieder sagt, was ist denn das? Und geht wieder zum Raucher zurück. Also ob das dann gut ist, dass man jemand das zumutet, der wo vielleicht ganz am Anfang nur nikotinhaltiges Liquid nimmt und dann das auf Schleimhäute, auf Zunge, in den Rachen, in den Mund kriegt. Nur weil das System einfach, es ist ja nicht das erste Mal, dass es so ein System gibt mit Automatik. Es hat es schon einige Male gegeben. Es hat es einmal schon gegeben vor 6, 7 Jahren von Red Kiwi, war Schrott. Dann hat es einmal das Autosystem von Inokin gegeben, DRV-Kit hat das geheißen, das habe ich auch mal Zeit probiert, ist dasselbe gewesen. Aber ich erkläre es euch dann, warum. Und wenn man ein bisschen logisch denkt, dann ist eigentlich das logisch, man kann da nicht aus. Aber trotzdem, was mir schon wieder ein bisschen komisch ist, da lassen sich schon wieder welche vor den Kahn spannen und wie toll und wie schön, dass das Gerät ist. Wenn du dann ein bisschen kritisch fragst, ob man das wirklich empfehlen kann, dann kommen so ausweichende Antworten, ja, als Zweit- oder Drittgerät. Ja, warum? Ich mag kein Zweit- oder Drittgerät nicht haben. Ich habe so viele Geräte, aber ich mag kein Gerät nicht haben, wo ich Liquid im Mund habe. Oder Liquid ausschütten muss. Da ist mir zu schade, da ist mir zu teuer und was soll denn das? Früher, wenn wir sowas gemacht haben, oder so einen Clearermeister gehabt haben vor 4, 5 Jahren, der wo blubbert hat oder einen Fehler gehabt hat im System vom Haus aus, dann hat man Daumen nach unten gemacht und hat gesagt, das ist eine Fehlkonstruktion, weg. Ja. Früher, wenn man Boxen gehabt hat, die ersten Mod-Boxen, die wo eine verzögerte Auslösezeit gehabt haben, ja, man hat draufgedruckt, aber der hat erst eine Sekunde später ausgelöst, dann hat man das als Negativbewertung genommen, weil man vorher nämlich schon Liquid am Mund einzieht, bevor der Stampf anfängt. Heute wird das schön geredet und funktionierende Systeme vor 3, 4 Jahren, die werden als veraltet dargestellt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich nicht mehr dabei. Ja. Aber machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ich zeige euch kurz die wichtigsten Sachen. Vielleicht vergiss ich ja das eine, weil eigentlich das Gerät in meinen Augen nichts auf dem Markt verloren hat. Das ist eine Zumutung. Aber gehen wir rein, könnt ihr euch selber Beutel machen. Ja, es wird wieder ein bisschen laut. Ich muss auch wieder ein bisschen schimpfen, weil ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Was haben wir gerade für eine Zeit, dass jeder Schwachsinn hochgejubelt wird? Ja. Das verstehe ich nicht. Wo soll ich das hinführen? Also, wer schwache Nerven hat, schalt's gleich aus. Bis später dann. Ciao. Schauen wir uns einmal das an. Die iCare Mini. Ja, ich hab's da. Von Elif. Original haben wir die gekauft. Da ist das Ganze, was dabei ist. Und so schaut das aus. Wir haben ja hier relativ wenig Akkukapazität und dafür ist das Gerät recht klein. Dafür haben wir aber dann da so eine Art Ladestation mit den zwei Kontakten unten, wo es dann da mit der Ladelampe anzeigt, unten der USB. Was ich jetzt richtig sehe, dann haben wir noch dabei zwei Coils. Die schauen wir uns dann an, dann Bedienungsanleitung.
mit Bildern in Englisch leider. Dann ein USB-Kabel ist dabei. Das Teil gibt es ja mit 650 mA auch, dann ist es aber größer. Da gibt es aber dann nicht so ein Ladedeck dazu, wo man das Gerät selber mal. So schaut das aus. Das ist wirklich minimal. Ein paar Maße. Wir haben 75 mm Komplettlänge. Wir haben in der Breite 24 mm. Und die Tiefe praktisch, das bisschen haben wir 12 mm. Wir haben eine Füllkapazität von 1,3 Milliliter. Wir haben in dem Gerät selber 320 mA. Also ein bisschen weniger als die Hälfte von dem größeren mit 650. Haben wir aber da die Möglichkeit, das was dabei ist in dem Set, auf 2300 mA zu gehen. Und das Teil da einer zum Schirm. Geht nur in einer Richtung, wenn ich es sehe. Ja, das ist magnetisch. Also ihr könnt es nicht falsch rein da. Ihr schiebt es von oben rein. Seht ihr es? Dann geht es nicht. Stoßen, dass ich abbeiße, dann ist es richtig. Dann zieht es an. Dann zeigt es auch ein bisschen ein Licht an. Ein bisschen den. Der hat jetzt 1,1 Ohm. 5 bis 15 Watt. Und da ist dasselbe. Also zweimal die Coils dabei. Ich habe mir außer natürlich nur drei mitbestellt, also momentan, so wie ich das sehe, gibt es nur mit. Jetzt nehme ich den Widerstand, ja. Nur als Beispiel. Am Anfang habe ich gesagt, wir können 4,2 bis 3,8 Volt. Ist das wie beim Mechanischen, wenn die Akkuleistung abbaut, wenn er leerer wird, dann fallen wir aber auf 3,8. Sind wir bei 3,7, schaltet der Taktung ein. Dann gibt er immer 3,7 aus, bis er halt trotzdem auch leer ist, der Akku. Wenn er dann unter 3 Volt ist, dann blinkt das 40 Mal, das Gerät, und dann schaltet er aus. Dann wissen wir, der Akku da drin ist am Ende. Sind wir jetzt bei 1,1 Ohm und ungefähr 4,2 Volt, dann haben wir knapp bei 16 Watt. Sind wir dann irgendwann einmal bei 3,7 Volt, dass wir dann immer bei den 3,7 Volt, dann haben wir ungefähr rechnerisch bei 12,4, 12,5 Watt. Also wir liegen praktisch theoretisch bei 1,1 Ohm immer irgendwo zwischen 12 und 16 Watt. Wenn man über USB laden tut, ja, wo beide gleich sind und das, was ich wieder nicht schlecht finde, wenn ich das anstecke, dann habe ich da, man kann es ein bisschen sehen, ein rotes Dauerleuchten. Solange das leuchtet, ist das Gerät am Laden. Wenn das Gerät vollgeladen ist, also in dem Fall ist das Teil allein mit 320 mA, dann geht die Lampe aus. Genauso ist es bei dem Teil rot. Schauen wir mal, ob ihr es seht. Also ich habe einmal das blaue Licht oder das helle Licht, das ist die Connection, Kontakt, und dann das rot, das ist so. Das Licht da drinnen sieht man nur während des Ziehens. Da muss man so oben schirgeln, wie der Clearance. Ja? Also bringt so gut wie gar nichts. Die Liquid-Anzeige ist bei dem Gerät nur ein bisschen besser. Wenn man das Schwarze hat, kann man es fast gar nicht sehen. Da ist in der Mitte ein schwarzer Strich. Ganz schwierig zu erkennen. Ja? Da oben haben wir unsere AFC-Öffnung, wo wir uns die Luft holen, weil wir haben hier eine Top-AFC. Bei dem Gerät ist dann so, wenn das während des Dampfens, wenn man so oben schirgelt, ja, so, und das ist grün, dann haben wir ein Feuer. Dann, wenn wir unter einem gewissen Prozentsatz sind, kommt gelb, und bei rot und rot blinkend wird das leer. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, weil ich habe jetzt das Gerät ab dem Moment, jetzt ist das eine neue Aufnahme, was ich jetzt gerade habe, da heute. Ich habe es jetzt einige Tage im Einsatz und deswegen ist das nur noch sekundär, aber ich möchte es trotzdem erklären. Für jemanden, der sich das Gerät schon bestellt hat und das noch wissen möchte. Also da haben wir grün, gelb, rot für den jeweiligen Akkuzustand. Schaut in die Bedienungsanleitung ein. Wenn ihr sowas ladet mit einem Steckdosen-USB-Ladegerät, nicht über 1 Ampere Ladestrom gehen. Nicht drüber gehen über 1 Ampere.
Das gilt auch für das. Also maximale Ladestrom 1 Ampere. Wenn Sie bei dem Teil von 2300 mA der Akku entleert, dann haben wir da blinkende Lichter. Ja? Also anders wie da. Da haben stabile, da ist ein feste, ein grünes Licht, ein gelbes Licht, aber das blinkt nicht. Und da ist ein Flashlight. Warum? Weiß ich nicht. Es sei denn, das ganze Teil hat unter 3 Volt, dann blinkt er 40 Mal rot, so steht es drin, und schaltet ganz ab. Dann muss er wieder geladen werden. Oder muss mit dem Teil verbunden werden. Ist heute halt da so nach unten, natürlich beiden darf man es nicht. Es ist auch ein bisschen wackelig dort. Das hat ein anderer YouTuber in Amerika sehr stark kritisiert, dass das Plastikteil dort irgendwann einmal nicht mehr hält, wenn man das auf und zu macht. Braucht man auch nicht drin, dass das alles sehr verschleißbedingt ist. Habe schon ein paar Videos gesehen drüber. Und ich werde dann noch, gehen wir dann miteinander hoch, ich werde dann nochmal richtig was sagen dazu. Da seht ihr eine große und eine kleine Öffnung. Die große Öffnung ist für unseren Dampf und die kleine ist, da müssen wir Unterdruck machen. Und wenn man ein bisschen genau hinschaut, jetzt habe ich schon ein wenig geputzt, aber die zeige ich euch dann noch live nochmal. Okay. Also, da wo der Metallring ist, da ist nämlich ein Unterdrucksensor. Das heißt, mit dem komplett dieser Mundnehmer und Unterdruck ansaugen, kommt bei der kleinen Öffnung, muss sie da, ist da ein Sensor drin. Wenn der Unterdruck ist, dann fängt er zum Feuern an. Das dauert ungefähr Sekunden. In der Zeit haben wir aber schon Unterdruck und ziehen uns das Liquid hoch. Das ist das für die Automatiksysteme. Ja, deswegen haben sie die damals nicht durchgesetzt bei Red Kiwi oder vor 3 Jahren das Inokin, das DRV. Das habe ich auch gehabt fürs Auto. Da hat man dann ein normaler Clearomizer gehabt, auch mit Automatik. Nach jedem 10. Zug hat man Liquid im Mund gehabt, hat man ausspucken müssen. Ganz logisch, ihr saugt es hier immer trocken. Wenn ich früher oft sage, wenn es ein neuer Coil hat, jetzt bei einem Standard-Clearomizer und ihr könnt die 10 Minuten nicht warten, dann saugt es ein paar Mal trocken, zieht es trocken, ohne dass es feuert. Dann holt euch das Liquid durch einen Coil durch. Und das macht es da bei jedem Zug. Jedem Zug. Mindestens eine Sekunde. Und das ist ja ein ganz kleines Teil mit 1,3 Milliliter. Das heißt, schaut, das Coil-System ist ja das, was er mich fragt, wer sowas erfindet und sowas macht. Ja? Du bist mindestens nach jedem dritten, vierten Zug, hast du da drin Liquid stehen oder du hast Liquid im Mund drinnen. Ja? Und du kannst jetzt mal das ausschütteln. Das zeige ich euch auch noch. Ich jetzt einen Coil-Wechsel, weil es liegt da nicht an den Coils. Ich zeige euch jetzt nochmal den Coil. Und hinten dran hänge ich vielleicht nochmal ein Teil, wie man so einen Coil auch nochmal wickelt. Aber das wird keinen interessieren. Das sind Vertikalcoils mit 1,1 Ohm. Da haben wir die große Kontaktfläche, die wo immer im Liquid, also über in der Flüssigkeit drin ist, was sowieso für mich Schwachsinn ist, hoch 3. Weil Kontakte sollte man immer sauber und trocken halten, dass man einen sauberen Stromfluss hat. Da tut man es halt locker rein, auf gut bayerisch gesagt. Auf der anderen Seite machen wir ein kleines handliches Gerät. Wir haben da drinnen nochmal so viereckige Kanten in der Mitte, also richtig. Schaut mal den Ober. Seht ihr, da haben wir auch das richtig. Das ist einfach, dass man da saubere Finger hat. Dann setzt man das auf. Und dann schrauft man das raus. So, und jetzt, wenn natürlich das da drinnen im Liquid war, ist natürlich das ganze Real voller Liquid. Das heißt, egal, wenn ich unterwegs bin oder bei Freunden oder in einem Lokal und muss wechseln, da brauche ich unten mindestens ein Tierhall. Ja, seht ihr es? So schaut es aus. Früher bei denen hat man das Unterteil hinstellen können und der Keul ist ja so da gestanden. Ja, als Vergleich, da hat man das aufgeschrauben müssen. So, und dann hat man da den Keul gehabt, der war auch schlätzig, sagt man bei uns in Bayern. Aber dann habe ich ihn so hinstellen können und habe ihn unten wieder nehmen können, ohne dass ich irgendwo gleich ein ganz Backerl Servietten gebraucht habe. So, da habe ich ein riesenlanges Real dran, mein Coil, natürlich voll gesaut von oben bis unten mit Liquid. So, jetzt schauen wir uns das Gerät schnell näher an. Wie gesagt, ich tue nicht mehr so lange umeinander, weil im Prinzip ist selbst in die Tonne zum Werfen. Das klumpt ist. Wir haben da unten einen O-Ring, der dicht uns vom Tank ab, ja, beim Ding. Dann haben wir da oben noch mit 2 O-Ringe. Die können Sie manchmal, wie man da drauf schiebt, die können Sie auch manchmal lösen. Ja,
Schaut euch das Video von Phil Busado an. Ihr braucht es in Englisch kennen, ihr braucht es nur sehen und seht, was das für ein Schmarrn ist. Dann haben wir da unseren Airflow-Öffnungen. Da ist ein Ring. Seht ihr es? Den kann man auch runterziehen. Sollte man aber nicht tun. Dann sieht man mal, das ist unser Airflow-Einschnitt. Seht ihr es? Und da habe ich jetzt praktisch 5 Bohrungen. Wenn ich da jetzt auf eine Öffnung gehe und ziehe an, dann wird mir die Kisten heiß. Ja, weil das Ganze ist ein Blech drum. Also muss man ziemlich alle auflassen. Und ihr stellt euch das einmal da ein. Egal, ob die Bohrung, wie die dann da drin steht. Weil wir holen uns die Luft von da außen. Da. Und da ist ein größerer Radius nochmal. Seht ihr, da kann die Luft, also wenn jetzt der zugeschraubt ist und im festen Zustand waren da hier hinten die 5 Bohrungen. Da. Seht man da eh ein bisschen. Dann lässt es ja so. Der andere Engländer, der Schreihals, der Riptripper, der hat uns gezeigt, der hat den Keil festgeschraubt und dann hat er die Airflow eingestellt, indem er den Keil wieder gelockert hat. Dass die Pumpe dann da hervor war. Ja, der hat ein bisschen zu lang mit 200 Watt Dampf, der Vogel, der. Und das Schöne ist das, dann hat er noch gezeigt, wie toll dass das dampft mit dem gluckerten Keil. Da muss einem Zoss links und rechts am Bart geschossen sein, aber der hat so viel Videoschnitz drin, dass du das gar nicht mehr zeigen kannst. Naja, das ist einmal das eine. Man kann über alles schön reden, auch wenn es nur so ein Krampf ist. Okay, also habt ihr es verstanden? Das wird da eingestellt, an dem Ring. Und egal, wenn der fest ist, ob da die Bohrungen vorn sichtbar sind, von der Öffnung dort, oder hinten, das spielt keine Rolle nicht. Gut. Ein bisschen erregt. Ja, ich bin wirklich stinkesauer. Weil für mich das verantwortungslos ist. Also da haben wir den Coil IC 1,1 Ohm, 5 bis 15 Watt. So. Und da haben wir unsere doppelte Luftführung. Seht ihr es? Also, wir holen uns da die Luft praktisch über das Doppelwandige rein und ziehen wir es uns über das Mittelrohr, ziehen wir uns unseren Dampf auf. Ich habe gesagt, mit dem habe ich jetzt schon länger dampft und da sieht man es jetzt, so schaut der neue aus. So, jetzt empfehlen die Fegel auch noch beim Einbau, sollte man da ein, zwei Tropfen Liquid rein tun. Das braucht es nicht, weil das kommt dann so viel Liquid rein, dass das nicht mehr helfen könnt. Also, das dort, aufpassen, da ist eine Dichtung, einschrauben. Ja? Und jetzt schauen wir uns das an. Da sind außen Liquid-Bohrungen. Auch kleine sind sie, ja. Beim Kubis früher, oder der Ayo, die wo dasselbe haben, da haben sie es am Anfang Anschlag gemacht, da haben sie die Bohrungen unten gemacht. Wenn dann der Druck von der Flüssigkeit gekommen ist, dann hat es gleich durch die Watte gedruckt und so ist sie überschwemmt gewesen und dann hast du das Liquid ausschütteln können. Weil heute muss man schon Liquid ausschütteln, ja, bei den modernen Geräten, bei den veralteten hat man das nicht gebraucht. Jetzt hat man da das auf Zeiten da, dass man das ein bisschen minimiert. Befüllen ist natürlich, da brauchen wir wieder Licht. Ja, seht ihr selber, ist ganz schwarz zum Sehen. Es wird sich wahrscheinlich mit der Kamera nicht sehen. Ich schalte jetzt da nochmal eine Zusatzlampe ein. Vielleicht, ja, könnte man sehen. So, und da schaut es genau in der Mitte ist eine Markierung. Ja, schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ob wir das irgendwo so hinbringen, dass wir es. Ja, ein bisschen seht ihr es rechts unten steigt. So, jetzt ist die Markierung da. Und die dürft ihr nicht überfüllen. Also da dürft ihr nicht drüber. Jetzt sieht man es noch mal besser. Das ist ungefähr die Hälfte. Wenn ihr jetzt da zu weit herumarbeitet, dann müsst ihr das noch mal ein bisschen ausleeren. Wie zum Beispiel ich jetzt ein bisschen drüber bin. Bin jetzt ein bisschen drüber. Dann tun wir halt da noch mal ein bisschen was raus. Ist ja nicht so, ne? So, und jetzt, wenn ihr herschaut, jetzt bin ich drunter sogar. Da ist die Markierung oben, wenn man genau hinschaut, und ich bin jetzt sogar drunter. Und selbst da, wenn ich das bin, ändert sich nichts an dem. Es ist vorprogrammiert, es ist die Gesetze, die physikalischen, kann man nicht ändern. So, jetzt führen wir das Teil da rein. Und jetzt erkläre ich es euch nochmal, wenn man das sieht. Schaut mal das Liquid an. Seht ihr es? Das ist auch verdruckt. Das ist logisch, das möchte nach oben. Aber zwischen dem Röhrl und dem Keil, also zwischen dem Glastank da, da seht ihr, da ist minimal Platz. Also zwischen dem und dem Tank, das sind vielleicht ein Zehntel Millimeter oder zwei Zehntel oder drei Zehntel. Gerade da soll die Flüssigkeit von rechts nach links, wenn ihr ein bisschen genau schaut,
hochpresst wird. Und wo presst es uns hin? Natürlich nach oben, ja, weil da der wenigste Gegendruck ist. Und wo presst es uns noch hin? Natürlich seitlich in die Löcher rein. Beim ersten Mal, wenn der Coil Drucker ist, ist vielleicht noch nicht so schlimm. Aber was ist, wenn ich da schon die dritte oder vierte Tankfüllung mache, der Coil ist nass? Was tue ich denn dann? So, dann kann ich das so weit wie es geht mit den Fingern zu wie da. Oder wir nehmen uns unser Kapperl wieder, setzen wir unser Rechteckerl auf und dann ziehen wir den fest. Wie gesagt, unten der O-Ring muss drinnen sein. Die Airflow haben wir uns eingestellt, dass alle Bohrungen da sind. Ja. Und ziehen wir es handfest, nicht übertreiben, weil das Plastik ist schwächer wie das Metall. Irgendwann geht es sowieso kaputt. Dann steht er da nochmal drauf, don't touch. Also den Sensor nicht berühren. Wird aber nicht ausbleiben. Ihr müsst es nochmal abputzen, weil ab und zu kleckert es halt einmal. Ihr werdet es schon noch sehen, warum. So, und dann druckt das Ganze sauber drauf. Was mir jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal passiert ist, dass da irgendwo was war, ein kleiner Wackler, und auf einmal hat das Feuer angefangen, ohne dass Unterdruck da war. Das habe ich viermal gehabt jetzt. Weiß ich nicht, ist natürlich nicht schön, ne? Weil du kannst nicht ausschalten und nichts. Der feuert dahin, bis der Keul durch ist. Und deswegen ist jetzt das schon mein dritter oder vierter Keul. Ich habe noch nicht dazu gestellt. Ich gehe jetzt gar nicht näher drauf ein, ich gehe jetzt gleich mit euch hoch. Live. Live is live. Ja. So, Salve, Leute, Salve. Und jetzt, wenn wir natürlich die Verdrängung drin haben, sieht man ein bisschen, dass das Liquid schon da oben ist. Aber ich habe ja gesagt, unter der Begrenzung aufgefüllt, auf Nummer sicher zum Gehen. Nicht, das heißt, ja, du hast ein bisschen über den Strich und deswegen blubbert er dann und deswegen sifft er dann. Nein, wenn ich drunter gehe. So, und jetzt ziehe ich normal an, langsam an. Ja, nicht irgendwie Sub-Ohm oder was. Und jetzt passt es einmal auf, wenn ich ziehe und dann lust einmal, wie viel Zeit das vergeht, bis es Brutzeln anfängt. Das hört man nämlich. So, jetzt habe ich die Tropfen nicht rein da. Ich hätte die noch ein da vor dem Einbauen. In das, die Liquid, dann darf er total, dann darf er schon richtig blubbern. Ich ziehe ganz sanft. Merkt ihr es? Ich ziehe, dauert ungefähr Sekunden und dann fängt er erst das Zünden an, weil der braucht den Unterdruck. Vorher passiert nichts. In der Zeit, wo ich aber da den Unterdruck aufbaue, habe ich den da auch und ziehe mir da das Liquid schon rein. Und jetzt kommt da ein neues. Ja, das mache ich auch nur halbert. Ganz trocken. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon sieht, wahrscheinlich wird man es nicht sehen. Ich tue jetzt einmal das weg, da stelle ich mich da auf die Starre rein. So, und jetzt schauen wir uns genau das Teil an. Jetzt ziehe ich 3-4 Mal. Und wenn ihr jetzt aufpasst habt, vorher hört man die Luftansaugung und dann kommt das Knistern dazu. Und dann schaut ihr mal, wie lange das dauert. Und in der Zeit, wo ich schon Luft ansauge, habe ich da schon Unterdruck und ziehe Liquid. Wenn ich jetzt normal dampfe mit sowas und die feuert, dann feuert die zuerst, erwärmt den Keul schon und dann ziehe ich einen Dampf ab. Maximal gleichzeitig. Manche, die dann nur ein bisschen hören zum Ziehen auf und dann noch ein bisschen nachfeiern, dass sie das Kondenswasser unten wieder, dass es mitverdampft wird. Ja, kann man sich angewöhnen. Vor 3-4 Jahren ungefähr, wenn so Boxen rausgekommen sind, die Modboxen, wenn man vor die Tubes weggegangen ist, dann haben die vernichtet worden in der Kritik von fast allen YouTubern, wenn sie eine Sekundenverzögerung gehabt haben. Das heißt, die ersten Boxen waren da so, da hat man draufgedrückt und dann hat es über eine Sekunde gedauert, so wie da, bis der das Verdampfen angefangen hat. Das heißt, wenn man jetzt hier ist, hat man die ersten Sekunden sein Clearomizer, wo ja das System dasselbe ist wie da im Prinzip, hat man das Liquid hochgezogen und das hat auch Sekunden später erst das Feuer angefangen und dann hat man das zum Blubbern gebracht oder Liquid im Mund rein. Ja. Und wenn ich sage, das kann ein Einsteiger erwischen oder Leute, die nur ein paar Milligramm Nikotin drin haben. Ja. Ich habe es mit 9 Milligramm Nikotin probiert, das packe ich nicht mehr, weil ich bin schon auf Null herunter. Und dann hat man Liquid mit Nikotin an die Lippen, in der Zunge, im Mundbereich, im Rachenbereich, in die Schleimhäute.
Da brauche ich dann nicht sagen, der ist auslaufsicher. Das nützt ja nichts, wenn ich das Liquid reindrink. Ja? So, ich habe jetzt die ganze Zeit nur geredet und habe mir so gehalten. Ich weiß nicht, das sieht man da nicht, aber ein bisschen sieht man es vielleicht. Dass jetzt nach einem Zug schaut, ist, jetzt geht es schon los. Und ich ziehe jetzt wirklich handsam, ganz sanft. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe es schon auf die Lippen. Und vielleicht kann ich es da so rein. Seht ihr es jetzt? Drehgnos da drin. Seht ihr locker? Und da schau die Lippen da. Ja? So, und jetzt gehe ich mit euch mit dem Gerät runter. Jetzt schaut mal da hinten hin. Jetzt fahre ich gerade so drüber. Ja, schaut mal, was da rausgekeitelt. Seht ihr es? Kann ich richtig, wie beim Fieberthermometer. Ja? Da kriege ich dann so Antworten. Ja, das muss man halt ausschütteln. Muss ich das? Leider haben wir 2016. Muss ich das ausschütteln? Muss ich das ausschütteln? Noch fünf, sechs Mal ziehen, aber ich das dann da und dann ausputzen. Dann muss ich die ganze Kappen aber da, weil innen schwimmt so auch von lauter Lockerzeug. Muss ich das? Das hat man bei dir nicht müssen. Außer bei dem einen, da bei dem Inokin, das war fürs Auto-Apps, DRV-Kit hat das geheißen. Könnt ihr mal schauen, gibt es nicht mehr, ist vom Markt verschwunden, zu Recht. Das habe ich ein paar Wochen gehabt, bin in Kroatien gewesen und alles. Da habe ich wieder so ein Kliro gehabt, aber auch mit Automatiksystem, auch mit Zugverzögerung. Und da war halt dasselbe, da habe ich auch angezogen, jetzt habe ich das Liquid am Mund gehabt. Und vor 6, 7 Jahren, mein allererstes Gerät war ein Red Kiwi, gut, damals hat man noch keine Coils nicht gehabt, sondern nur noch so Kartuschen, da war es dasselbe Schmarrn. Gott sei Dank ist das verschwunden. Diese Schrottsachen. Und heute ist das alles von euch, eLift, Joytech. Ist das alles was, Kinds? Da bist du schon froh, dass es ein Jewel Crown gibt, dass andere Hersteller gibt. Leider heute halt im Subwoofer-Bereich und leider heute halt im Selbstwickler-Bereich. Ich habe keine Coils-Videos gemacht, nicht weil wir sparen müssen, sondern weil die Coils Schrott und Scheiße waren. Beim Subtank ist es halt auch noch so, ich habe den Subtank nur da, aber nur mit der RBA. Ich habe den Top-Tank da, aber mit meinen selber gewickelten Coils, weil dann weiß ich, dass die funktionieren. Weil das kann keiner nicht. Und heute führt man ein System ein und dann sehe ich die Teile, was durchs Liquid den Coil durch ist, Liquid in die Watte rein und oben aus und dann sagt man, ja, muss man halt ausschütteln. Seht ihr mal, schaut euch mal das an. Schaut euch das an. Nach 5, 6 Zügen. Da ist mir das Liquid zu teuer bei den heutigen Preisen. Und dann habe ich es aber im Mund auch noch drin gehabt. Und wenn mir jetzt Händler wieder anschreibt, von mir muss man Angst haben, weil ich zu kritisch bin. Händler, die wo sowas gerne den Kunden, von denen, wo es in Jahren leben möchten und in Zukunft auch leben möchten, sowas zumuten, denen gehört es nicht anders. Ich weiß nämlich, dass es Händler gibt, die wo sie das angeschaut haben, haben sie ein paar Samples geordert, haben das selbst getestet und haben es andere testen lassen und haben dann ehrlich drüber geurteilt. Und jeder hat gesagt, du kannst 3, 4 Mal ziehen und dann musst du schütteln und beideln und hast die Tricks drin. Ich kriege heute eine Antwort von ein paar Leuten, bei der IO ist es nur schlimmer. Zum Glück gibt es S-Pair, sage ich jetzt einmal, weil die machen einen Gleitto. Ja? Da kann man auch von oben befüllen, aber der Coil bleibt unten drin. Da habe ich die Probleme nicht. Ist mir eh wurscht, die will ich beim Kubis und Eier nicht da. Ich habe mir die Teile deswegen nicht gekauft, weil ich es von Haus aus schon gesehen habe. Aber diesmal haben wir gedacht, diesmal kommt Einsteiger, richtige Einsteiger, der wissen, wo vom Raucher wegkommen. Was meinst du, wie schnell, dass der wieder raucht? Was meinst du, was der tut? Ja? Bei uns, wenn früher Evo gesifft hat, blubbert hat, dann haben wir gewusst, irgendwas stimmt nicht. Die Dichtung war kaputt oder wir haben eine Dichtung vergessen, die Airflow war verschmutzt, irgendwas, ja, oder der Coil war kaputt. 99,9% war Selbstverschulden, war anwendungstechnischer Fehler. Aber da kann ich nichts falsch machen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon einige Tage und ich dampfe auch schon einige Jährchen. Und tue nicht selber wickeln und mache die Geräte und so. Ich kann da nichts machen. Ich habe es auch andere schon probieren lassen, die wo auch dampfen und sagen, du hast einfach immer das Liquid drin. Und wenn man es hinterfragt, dann bei den Leuten, die das hochloben, wie fantastisch das, weil es ja so klar ist und so lieb, es geht nicht um das, ob das Gerät schön ist und klar und lieb ist, es geht um das, was für ein Ergebnis das rauskommt. Und das Ergebnis ist zum Davonlaufen.
Und es ist schade, weil der Keiler so recht gut Dampf verteilt. Aber wenn ich natürlich in der Locker drin durchdrucken muss und dann nur einen feuchten Kontakt habe, im Liquid drin einen Kontakt, genau, zum Reinigen, da könnt ihr euch sowas herrichten. Uropatz, ja, wenn dann der Kanal da drin leer ist, das geht bis oben, schaut her. Dass ihr es seht von der Länge her. Dann müsst ihr nämlich da unten, genau wie die Gegenseite vom Keul, dass das immer einen schönen Kontakt hat, weil Liquid, das wisst ihr selber, das ist klebrig, ja. Aber durchsichtig klebrig, transparent klebrig. Und das ist im Nanobereich, im Zehntelbereich. Das ist wie wenn man so ein bisschen eine Lackschicht drüber schnürt. Und das von beiden Seiten. Und da kann ich aber nicht schauen, was ich da als Widerstand habe. Der hat auch keine Anzeige nicht. Aber wenn dann da der Stromkontakt schlechter wird, durch das, dass ich das einmal vernachlässige, dann habe ich nur einen schlechten Strom, als wie ich eh schon habe. Und die Verzögerung dazu, dann wird es Liquid, dann wird es pur dringen können. Viel Spaß dann. Und das große Gerät habe ich gar nicht genommen, weil das ist eigentlich nur größer, hat einen größeren Tank und kannst halt nicht kombinieren mit dem. Aber von dem ist genau dasselbe. Ja, bloß ein bisschen größer und volumöser. Aber das System ist genau dasselbe. Da kommen wir heute wieder auf Automatiksysteme. Fällt euch nichts anderes mehr ein? Joytech, eLeaf, fällt euch nichts anderes mehr ein? Und warum meint sie alle, dass wir mir Dampfer so blöd sind, dass wir mir euch einen Scheißtrick testen für euch und da noch dafür Geld zahlen? Normal gehört euch alles zurückgeschickt. Könnt ihr alles einstampfen? Ich muss jetzt aufhören, weil ich koche. Ich koche. Und mir ist das egal, was das für Firma ist. Und was für Konzern das ist. Da sagt man, das ist lauter Blindesatz auf Bayerisch gesagt. Das kennt ihr nichts mehr. Ja? Das habt ihr nichts mehr auf dem Kasten. Nur Geld verdienen, nur live verarschen. Nur schnell, schnell produzieren. Ein paar Idioten zahlen, dass sie auf YouTube Schnauzen hinhalten und sagen, wie schön das ist. Genau, die können gleich mitwickert. Weil die Verantwortungslosigkeit, was die bringen, das ist das Letzte. Ich möchte es nämlich nicht in der Verantwortung haben, dass ich sage, mei, das ist so toll und du musst es probieren. Und dann kommen da vor mir Leute her und sagen, ich habe das probiert und habe nikotinhaltiges 18 Milligramm Liquid geschluckt und im Mund drin gehabt und auf die Schleimhäute habe dann Entzündung. Ich möchte das nicht verantworten. Aber heute muss ja keiner mehr Verantwortung übernehmen. Schau mal, müsst ihr euch. Schau mal. Ich habe so lange nicht stark gehalten, wie das mit Kubis angegangen ist. Dann habe ich gesagt, eigentlich tat es mir, nein, die Dampfer haben selber so schlau. Aber dann gibt es wirklich Leute, die lassen sich von Kahn spannen und dann lohnt so ein System noch. Und hinten noch, wenn du das hinterfragst, ja, man muss halt ausschütteln, dann geht's schon. Was muss ich? Ausschütteln muss ich. Ausschütteln muss ich. Heute, ja, im Jahr 2016. Wenn das früher bei einem passiert ist, dann hat man den verteufelt. Dann hat man gesagt, das ist ein Schrott, das ist ein Klump, das ist eine Fehlkonstruktion. Der blubbert, der sift. Heute ist so top modern und heute muss ich es ausschütteln. Ich schüttel euch auch gleich was aus. Traurig ist das. Wo soll denn das hinführen, wenn jeder Schrotter ist gutes Zeichen kann, wenn man sich selber irgendwie anlegt? Und wenn man jeder stellt sich hin, wie toll dass das alles ist. Was ist denn da jetzt toll? Wenn ich noch jeden vierten, fünften, sechsten Zug ein Liquid in den Mund drin habe. Was ist da jetzt toll? Was fasziniert euch da? Darf mich mal interessieren. Weil das passiert mir bei keinem anderen nicht. Und wenn ich einmal ein Problem habe oder was, dann muss ich halt schauen, wo ich das Problem habe. Meistens habe ich dann eine Watte falsch verlegt oder irgendwas falsch gemacht. Was ist mit dem da? Ja, veraltet ist das. Aber der tropft nicht, da kann ich schleudern, wie ich mag. Der ist dichter als wie der, das Schrottteil da. Ja? Was ist mit den Teilen? Die haben veraltet, ja, freilich, weil natürlich da der Clearmeister so groß ist und brauchst halt nur einen extra Akku. Aber der, schaut her, da feiert überhaupt nichts. Da kann ich tun, was ich mag. Und der dampft. Und da rinnt nichts und da tröpfelt nichts. Aber das ist veraltet. Und das Schrott, das ist modern. Und nur weil es modern ist, ist es gut. Ich mag da nichts mehr sagen. Ich mag da nichts mehr sagen. Macht euch selber Beutel. Aber die Werbung, was ich auch verbieten darf, oder die YouTube-Videos, wenn jemand ein Teil bewirbt und sagt, das ist toll und ich bin fasziniert und das müsst ihr auch kaufen. Und dann ist ja so ein Ergebnis da, wo ich andere Leute einen Schaden zufügen kann. Nikotinhaltiges Liquid im Mund, das ist ein Fressen. Für die TPT und für die Pöhler. Das macht es gut.
Und wenn sie es mir, ihr braucht es mir nichts glauben, dann schaut euch einen Phil Pusado an. Der hat auch einen Daumen unten, der hat noch mehrere Sachen kritisiert. Der hat zum Beispiel noch das da kritisiert, wo ich jetzt sie sage, okay, man kann ja dieses Einheit auch so dampfen. Ja, mit 2300 mA. Dann hat er das natürlich da kritisiert, weil das ganz wackelig ist. Da. Aber ich sage, das muss man sowieso halten zum Dampfen, weil so kann ich es eh nicht halten. Das hat er auch noch kritisiert. Mit den unterschiedlichen Anzeigen. Bei dem einen blinkt es, wenn der Akku leer wird, bei dem anderen ist er fest. Warum? Ja, weiß ich nicht warum. Weil sie auf dem blöd sind. Weil sie es nicht können. Wenn man heute was nicht kann, dann wird es trotzdem schön geredet. Und das ist das, was mir so ankotzt. Das kotzt mich an. Wenn ich heute eine Firma habe und meine Arbeiter bringen heute so eine Leistung, wo ich nur einen Schaden habe, dann kann ich nicht sagen, mein, das hast du aber gut gemacht, kriegst du ein Pralinchen dafür. Weil wo sind wir denn hier? Und mir ist das scheißegal, wie die Firma heißt. Ich meine, das ist der Kaiser von China, das ist Kacke, Kackler fit. Ich muss jetzt raus.